Gut, hallo. Ja, mein Name ist Axel Müller, ich bin von Peak Design und möchte euch heute die beiden neuen Peak Design Travel Tripods vorstellen. Das Stativ gibt es in zwei Varianten, einmal als Carbon-Variante mit einem Gewicht von 1,29 Kilo und die Aluminium-Variante mit 1,56 Kilo. Es sind beides echte Leichtgewichte, das heißt, es sind echte Reisestative, mit denen man wirklich überall, was man überall mit dabei haben kann. Wir haben ein Packmaß von 39 cm, das heißt, es passt also auch wirklich in jede Tasche. Am Ende wird diese mitgelieferte Tasche vom Peak Design dabei sein. Man kann es also überall wunderschön verstauen und es ist also tatsächlich ein Stativ, was ich immer dabei habe. Wenn ich es auseinandernehme, ich zeige das einfach mal, habe ich hier diese Klickverschlüsse. Ich öffne sie einfach und kann es dann in 5 Segmenten rausfahren lassen. Das ist also vom Handy her super schnell aufgebaut. Und schon bin ich fertig und das Stativ ist einsatzbereit. Das Ganze dann bei einer maximalen Arbeitshöhe von 1,52 m bei nicht ausgefahrener Mittelsäule paare ich diese Mittelsäule aus. Nochmal 30 cm bin ich bei ungefähr 1,70 m. Ich bin 1,80 m, komme also hin, habe also eine optimale Arbeitshöhe. Es sind beides wirklich schöne, kompakte Stative. Das Besondere daran ist, wenn ich es mal wieder zusammenfahre, dass ich es so schön komprimieren kann, aufgrund der Form der Beine. Kann man sich das einfach mal anschauen. Habe ich eben hier am Ende wirklich nur einen Durchmesser von 7 cm und es kann wirklich in jedem Rucksack, an jeder Seitentasche wunderbar verstaut werden. So, nun aber mal so ein bisschen zu den technischen Daten und so ein bisschen vom Handling, wie ihr gerade schon gesehen habt. Zum Öffnen greife ich mit meinen 4 Fingern hier einfach an diese Schlappverschlüsse, öffne die alle, nicht so rausfahren, fahre es einmal so hoch und schon ist es fertig aufgebaut. Genau. Als Grundplatte hier oben habe ich eine Akasis-Platte. Das heißt, ich habe unter meiner Kamera, wir können uns das hier mal anschauen, hier habe ich es mal fertig aufgebaut. So, eine Akasis-kompatible Grundplatte, entweder vom Peak Design oder von vielen anderen Herstellern. Und diese Platte passt dann einfach hier rein. Das Ganze wird hier zugeschnappt, habe dann hier eine Verriegelung, ziehe die zu und schon sitzt die Kamera fest auf meinem Stativ. Zum Rausfahren der Mittelsäule. Diesen Drehverschluss einfach ein bisschen rausziehen, lösen und ich kann das Stativ dann einfach von der Mittelsäule herausfahren. Das Besondere ist jetzt, dass ich hier so einen integrierten Kopf habe. Den kann ich mit dieser großen Rändelschraube einfach lösen und kann dann die Kamera in alle Richtungen neigen. Ich kann auch extreme Situationen vornehmen. Dadurch, dass ich eine Belastbarkeit von gut 9 Kilo habe, kann ich also auch wirklich größere, schwerere Systemkameras hier verwenden. Das hierzu. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, die Mittelsäule natürlich andersrum hineinzusetzen. Dazu kann ich nochmal hier. Können wir uns das hier mal anschauen. Ich kann also einfach diese ganze Einheit so rausziehen, kann die Kamera dann umgekehrt wieder reinsetzen und kann dann eben auch im Nahbereich unten auf dem Boden arbeiten, indem ich auch die Beine wieder reinfahre. Habe also alle, das kann man nur nicht sehen, habe alle Möglichkeiten, alle Varianten mit dem Stativ zu arbeiten. So. Das bauen wir wieder zurück. Möchte ich dieses Stativ mal nicht als reines Kamerastativ nutzen, sondern bin mit meinem Handy unterwegs, hat sich fallen lassen, hier unten sitzt so eine mit einem Magneten versehene Halterung, die kann ich hier einfach rausziehen, dann nehme ich diesen kleinen Adapter heraus, der sieht so aus,
Diesen Adapter kann ich dann ganz einfach hier in mein AKF Swiss kompatibles System wieder einsetzen. Kann dann mein Handy hier rausnehmen, setze das Handy da rein und habe dann eben die Möglichkeit, jetzt über mein Handy zu filmen, zu fotografieren, je nachdem, was ich möchte. Kann das Ganze natürlich auch ausziehen und einfach als Selfie-Stick nutzen. Das geht dann eben auch. Also. Jetzt gibt es von Peak Design so ein paar wirklich innovative, tolle Zubehörteile. Das ist zum einen ist es der Universaladapter. Das heißt, wenn ich jetzt nicht mit meinem Peak Design AK Swiss kompatiblen Kopf arbeiten möchte, sondern meinen eigenen Videoneiger habe oder mal einen Kopf habe, der nicht AK Swiss kompatibel ist, dann kann ich eben einfach diesen Universalkopf hier nehmen. Der sieht so aus. Also, und da habe ich dann die Möglichkeit, meinen eigenen Kopf drauf zu schrauben. Was dann noch sehr schön ist für die Leute, die sehr viel Reisefotografie machen, die sehr viel unterwegs sind und nicht immer unbedingt die maximale Höhe benötigen. Ich kann mein Stativ in eine kleine, kompakte Form bauen, dann sieht das Ganze so aus. Dann haben wir hier nur noch ein Gewicht von 800 Gramm. Weil ich einfach meine Beine hier unten rausgezogen habe, ich kann also das Stativ komplett auseinandernehmen, habe dann hier so, wie soll ich sie nennen, Ultra Light Conversion Kit Füße und habe dann wirklich so ein kleines, kompaktes Stativ, was bei 800 Gramm natürlich überall mitzunehmen ist. Wir können uns aber jetzt einfach nochmal angucken, wie das funktioniert. Ich mache einfach bauen wir das mal zusammen. Auch die Steckverschlüsse hier sind sehr massiv verarbeitet. Das ist also alles wirklich, was Peak Design dort gemacht hat, sehr, sehr hochwertig. Lassen wir das zusammen. So. Und jetzt habe ich hier oben einen einzelnen Klickverschluss. Den kann ich öffnen. Und dann kann ich die komplette Einheit nicht rausziehen. Okay? Das kann ich jetzt also, man zieht im Prinzip die gesamte Einheit der Beine raus und hat dann eben, wie gesagt, dieses leichte, kompakte Stativ. Arbeite ich sehr viel, ich sag mal, in nassen Regionen, Matsch, Eis, Schnee, Schotter, habe ich die Möglichkeit über dieses Spike-System, das sind hochwertige Edelstahl-Spikes, die kann ich dort unten reinsetzen, also austauschen einfach. Und dann habe ich eben statt dieser normalen Gummifüße sehr, sehr hochwertige Stahl-Spikes. Dadurch steht natürlich das Stativ besonders robust und stabil. So, das ist also auch nochmal ein Zubehör-Kit, was es gibt. Zur Arbeitsweise nochmal mit dem Stativ. Wie gesagt, es gibt es in der Aluminium- und in der Carbon-Variante. Hier ist nochmal die Carbon-Variante. Das Schöne ist, dass es eben vom Handling her so ist, dass ich meine Kamera mit der angesetzten AK-Swiss-Platte wirklich einfach nur noch draufsetze. Ein bisschen näher rangehen, dass man es besser sieht. Ziehe dann diese Rändelschraube zu und die Kamera ist fest. Da kann nichts mehr passieren. Hierüber kann ich das Ganze, die Mittelsäule rausziehen. Ich habe dann hier die große Ränge und kann die Praktiken vornehmen. Mitgeliefertes Zubehör zu jedem Stativ ist dieser Imbusschlüssel auch sehr hochwertig gemacht. Den kann ich hier an der Seite einfach reinstecken. Damit kann ich entweder den Kopf lösen oder die Schnappverschlüsse nachziehen, je nachdem, wie leicht oder schwergängig ich diesen Schnappverschluss haben möchte. In Kombination mit dem Capture Clip ist es natürlich eine wunderschöne Sache. Den Clip, den kennt ihr vielleicht vom Peak Design, den kann ich ja entweder am Gürtel tragen oder ich habe ihn eben am Rucksack. Wenn man das Ganze hier mit einem Rucksack montiert, dann sieht das so aus, dass ich hier
meinen Capture Clip habe, habe dann hier die Kamera drin und wenn ich jetzt fotografieren möchte, nehme ich einfach mein Stativ, mache 1, 2, 3, lasse die Beine rausfahren, also innerhalb von wirklich ein paar Sekunden aufgebaut, nehme meine Kamera hier raus, klicke in das System ein, ziehe meine Wendelschraube zu, fertig ist die Geschichte. Schneller und praktischer und komfortabler kann ich nicht arbeiten. So sieht das dann aus. Wenn ich sehr gerne näher am Boden arbeite, habe ich die Möglichkeit natürlich die Beine einzeln zu spreizen. Dazu habe ich verschiedene Möglichkeiten. Das können wir uns hier mal angucken. So, hier einfach über dieses Entlockungssystem die Beine in zwei verschiedenen Stufen nochmal einrasten zu lassen. Ich kann also am Ende wirklich ganz auf den Boden gehen, weil ich das Stativ ganz flach mache, habe dann die kurze Mittelsäule, weil ich die Mittelsäule eben auch nochmal trennen kann voneinander und habe dann eine minimale oder maximale Arbeitshöhe von 14 cm auf dem Boden. Kann das Stativ also auch sehr schön für Makrofotografie auf dem Boden oder sonst wo nutzen. So, der Haken, den ich hier unten drin habe für meine Handyhalterung, der ist, wie gesagt, magnetisch, kommt hier unten einfach rein. So. Der dient eben auch dazu, dass man tatsächlich ein bisschen mehr Stabilität auf das Stativ bringen kann, indem ich dann einfach meinen Kamerarucksack hier reinhänge. Dadurch wirkt die ganze Sache, die ganze Kombination deutlich stabiler und ich kann eben auch mehrere Verschlusszeiten mit dem System arbeiten. Geliefert wird dieses Stativ in einer wunderschönen, kompakten, kleinen Tasche. Das ist also maximal Ellenbogenlänge und hat Durchmesser von ungefähr 7 cm. Dadurch passt das Stativ wirklich am Ende nachher in jede Seitentasche von jedem Rucksack. Können wir uns hier nochmal anschauen. Die Seite. So, dadurch, dass ich eben wirklich dieses geringe Packmaß habe, kann ich dieses Stativ überall in jedem Rucksack, in jede Seitentasche einsetzen. Bei Peak Design habe ich eben auch, dafür auch diese vorgesehenen Befestigungsschlingen, dass ich das also festziehen kann. Ich kann es hier oben drauf setzen und dann hier draußen mit den Accessory Straps befestigen. Ich kann es an den einzelnen Slingtaschen unten runter befestigen. Also es ist wirklich so, dass man überall mitnehmen kann. Ja, nochmal zu dem Stativ. Die Carbon-Variante liegt bei 1,29 Kilo, kostet 679,99. Die Aluminium-Variante liegt knapp 100 Gramm mehr, liegt 1,56 Kilo und kostet dann 399 Euro. Zu den Zubehörteilen nochmal, da haben wir eben, wie gesagt, den Universaladapter, um wirklich meinen Videoneiger oder meinen eigenen Kopf, wenn ich ein eigenes Schnellwechselsystem habe, zu verwenden. Da kostet dieser Universaladapter 29,99. Dann habe ich die Füße, diese speziellen Füße, um eben aus diesem großen Stativ so ein kleines, leichtes Tischstativ zu machen. Das ist man eben mal sehr schön mitnehmen kann, wenn man irgendwelche Wanderungen, irgendwelche Outdoor-Veranstaltungen hat. Auch bei 29,99, die werden einfach hier über diese Druckpunkte aufgezogen und dann kommen eben die normalen Füße wieder rein. Das ist das Ganze aus. Das ist alles soweit auch mit dem Werkzeug vorhanden. Dann die Edelstahl-Spikes, die werden dann in so einem kleinen Stoffbeutel geliefert. Sowas liegt dann bei 29,99. Den Capture Clip, der ist ja bekannt, denke ich mal.
Das ist halt ein tolles Tragesystem, um wirklich die Kamera entweder am Gürtel zu tragen oder am Rucksack. Das läuft so, dass man hier diese Akasis-kompatible Platte drunter hat. Die gibt es auch für das Manfrotto-System, also für das RC2-System. Und dann rutscht die Kamera einfach rein und festhält. Zum Verriegeln habe ich hier die Möglichkeit, über diese Feststellschraube hier, kann ich diesen ganzen Clip verriegeln, dass ich also dann aus Versehen den Lösung mit die Kamera ausrutscht.